1. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Wir sind heute da, um euch die News aus der Lufthansa Group zu bringen. Heute werden wir Themen besprechen, wie zum Beispiel die 5 Eurowings-Maschinen, die in Stockholm ganz genau stationiert werden. Dann auch die doppelte Status- und Prämienmeilenaktion von Eurowings. Der letzte A380 aus Frankfurt von der Lufthansa ist in Teruel angekommen. Dann hatten wir das Thema Trachten. Heißt also, die Münchner Crew haben keine Trachten mehr, keine Uniform, sondern haben Trachten an, was ja auch eigentlich eine Uniform ist. Ja, ist eigentlich auch eine Uniform. Ja, oder? Ist auch eine Uniform. Dann hatten wir als Thema, Carsten Spohr möchte seinen Kredit zurückzahlen. Das hatten wir schon, aber wir erklären euch, warum. Und was haben wir noch für ein Thema gehabt? Reaktivierung Inlandsverkehre. Mario ist ja davon, also der Hofmeister, ist davon betroffen, weil Paderborn wieder angeflogen wird, unter anderem. Also insofern lassen wir uns jetzt dann mit dem Intro uns weiter. Beginnen. Ich weiß gar nicht. Beginnen, ja, kein Deutsch, Beginnen. Aber ihr wisst schon, Intro. Ja. Mein Name ist Carsten, das ist der Hofmeister. Wollten wir nicht so anfangen, ne? Hofmeister, hallo ja, Hofmeister. Ja, ja. Hallo Carsten. Willkommen zum gepflegten. Ja, genau. Willkommen zum gepflegten Fliegertalk. Genau. Ja, wir müssen an dem Stück noch ein bisschen arbeiten. Woran wir nicht arbeiten müssen, ist, dass ihr natürlich unseren Kanal abonnieren sollt, die Glocke anmachen sollt. Das ist, wo der Hofmeister drauf Wert legt. Und dann ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken und kommentieren. Danke, danke, dass ihr so viel kommentiert. Ich habe das Gefühl, die Kommentare werden immer mehr. Es artet noch nicht in Arbeit aus, deshalb könnt ihr uns noch mehr kommentieren. Also insofern, der Hofmeister hat gestern auch kommentiert. Ja, Mario. Tja. Da sind wir jetzt auf Sendung, fangen mit dem ersten Thema an. Wollen wir mit den Trachten anfangen? Ich finde ja die Trachten immer sehr hübsch von der Lufthansa, weil das ist mal was anderes. Es ist einfach mal so ein bisschen Kultur und vor allem schön, dass es ab München so ist. Was hältst du von den Trachten? Ja, ich habe sie länger nicht mehr gesehen, aber früher, als ich auch noch tatsächlich öfter mal in München dienstlich war, im Herbst, fand ich das eigentlich immer sehr nett. Also es sieht, finde ich, sehr attraktiv aus. Ich glaube auch die insbesondere ausländischen Fluggäste, die dann in München angekommen sind und dann weiter nach zu den Destinationen, weiß ich nicht, Hannover, Hamburg oder Düsseldorf geflogen sind, fanden das immer ziemlich genial, weil das ja, glaube ich, auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist. Also ich meine, gut, die Kolleginnen von Singapore Airlines haben ja auch eher so Trachten an, aber so eine Oktoberfest-Tracht, die ist schon was ganz Besonderes. Und ich find's eigentlich ein nettes Gadget und auch eine kleine Hommage an den Standort München. Insofern, ich find's sehr gut. Ich fand's auch immer gut, dass es dann spezielles Essen gab, immer auch an Bord, Leberkäse oder sowas. Fand ich auch immer ganz, ganz lecker, Obatz da. Also rundherum finde ich das eine super, super Aktion. Schönes Marketing-Gadget. Ja, ganz genau. Also, dass auch in den Lounges das Ganze begleitet wird, aber auch schon vom Check-in her, dass da die Crews der Lufthansa, der Cityline, da wirklich das Oktoberfest, das dieses Jahr leider ja ausfällt. Komischerweise fängt der Oktoberfest ja im September schon an, obwohl es Oktoberfest heißt. Das ist ja auch so eine... Ja. Ich weiß jetzt nicht. Aber nun gut, ihr könnt ja auch unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Dann haben wir für den Hofmeister, also Hofmeister da, den Mario, mit seinem Paderborn. Die Lufthansa fliegt jetzt wirklich Paderborn, München, München-Stuttgart. Und dann gibt es von Frankfurt aus Münster, Osnabrück. Und das ist natürlich, was wir auch schon gesagt haben, ist unten an den Bodensee nach Friedrichshafen. Das ist natürlich eine ganz coole Geschichte. Was ist mit deinem Paderborn? Wirst du das in Anspruch nehmen, Paderborn, München, einmal täglich? Also mein, genau, einmal täglich werde ich da jetzt fliegen. Ja, du weißt ja, mein Heimatflughafen ist eigentlich der Hannoveraner Flughafen. Paderborn ist dann sozusagen immer meine Alternative, wenn da die Verbindung besser ist. Also wenn es mal passt und ich muss irgendwie Richtung München oder ich fliege über München irgendwo in die große weite Welt, dann ist Paderborn ohne Frage eine gute Alternative. War schon länger nicht mehr auf dem Flughafen. Er ist ja wirklich sehr klein, sehr übersichtlich.
Man kann ja quasi vom Parkplatz, geht man nur ins Gebäude und ist dann schon im Flieger. Also finde ich eine gute Sache. Und insgesamt hat ja Lufthansa auch einige Inlandsdestinationen, da nach Leipzig zum Beispiel, auch wieder aufgewertet mit mehr Flügen. Also angeblich geht die Businessfliegerei ja auch wieder ein bisschen mehr los und entsprechend reagiert man darauf. Man will ja auch auf den wichtigen Strecken von Frankfurt und München zu den innerdeutschen Zielen auch wieder mehr Frequenz anbieten, gerade so auch in den Randstunden. Das halte ich für positiv, vor allem, wenn es sich dann auch lohnt, wenn tatsächlich genug Leute fliegen. Im Moment, wenn man geschaut hat, war das ja immer ganz furchtbar. Man hat viele Flüge, wenn man weiter wollte, von Frankfurt oder München, musste man halt ziemlich doof fliegen. Entweder hat man Stunden da verbracht oder man musste am besten schon einen Tag vorher fliegen. Aber das wird sich jetzt hoffentlich alles ändern und dann sitzen wir auch in diesem schicken Flieger hoffentlich demnächst mal. Ja, ganz genau. Wobei natürlich spannenderweise das so ist, dass der Mittelstand der Motor ist oder die kleineren Betriebe der Motor sind, ja, der Nachfrage. Also nicht die Konzerne, diese Müdigkeit, dass man halt keinen Bock hat über Videokamera, was natürlich für uns, die wir hier mit der Videokamera arbeiten, ich fädel mit der Hand vor dem Objektiv, nicht verständlich ist. Nee, wir können natürlich auch nicht alle unsere Zuschauer persönlich besuchen jeden Tag. Das wäre dann etwas schwierig. Also das geht nur. Ich würde es gerne machen. Ich würde es gerne machen. Doch. Wir können das ja mal als Live-Programm anbieten irgendwie. Ich weiß nicht, ob da genug Leute zusammenkommen irgendwo in so einem kleinen Gastraum. Ich weiß nicht. Aber wo du sagst, Mittelstand, ist völlig klar. Oder ich hatte gestern ein Gespräch auch mit einem Mittelständler, der tatsächlich auch Großteil seines Geschäfts in den USA macht und der tatsächlich, man darf das Wort ja hier wahrscheinlich nicht benutzen, am Abkotzen ist, weil er und seine Mitarbeiter nicht in die USA kommen und entsprechend ihre Produkte dort nicht an den Mann bringen können und halt auch keinen Service und dergleichen anbieten können. Also das ist schon ziemlich nervig. Die Leute wollen tatsächlich fliegen und da die alle nicht in Frankfurt sind, müssen die ja dann auch quasi den innerdeutschen Verkehr nutzen. Aber nützt ja nichts, wenn du da nicht weiterkommst. Also insofern, du hast schon völlig recht, der Mittelstand lechzt durchaus auch nach Flügen. Ja, aber das war nicht der berühmt-berüchtigte Hersteller aus dem Schwarzwald. Nein. Das war ein Hersteller aus Berlin tatsächlich. Ja, das ist ja dann fast schon wieder in der Mitte Deutschlands. Ja, genau. Ja, ansonsten ist die Delta Alpha India Mike Hotel, ihr fragt euch, was ist das denn? Ja. Das ist ein Airbus A380, am Dienstag um 9.40 Uhr, glaube ich, war es 9.40 Uhr, 9.17 Uhr, ja. 9.18 Uhr, also irgendwo kurz nach 9 Uhr, von Frankfurt aus gestartet Richtung Teruel und ist auch in einem Long-Term Storage. Das heißt also, die 14 Flieger der Lufthansa sind alle in Long-Term Storage. Dann gibt es noch eine kleine Geschichte, die wir über die A380er erzählen sollten, nur so als Randbemerkung. Die Randbemerkung ist, die A380er müssen verstärkt werden hinten am Seitenleitwerk. Das gibt da eine sogenannte Airworthiness Directive. Betrifft die Flieger der Lufthansa wahrscheinlich leider nicht mehr. Ich hätte mich so gefreut, wenn die das Patch bekommen hätten. Warum? Weil sie dann wieder geflogen wären. Aber sie werden wahrscheinlich nicht fliegen. Das ist so eben. Nee. Aber sie hat sich ja, wenn wer will, kann sich das anschauen auf dem Instagram und auch, glaube ich, auf dem Facebook-Kanal vom Frankfurter Flughafen. Es hat sich der A380 entsprechend verabschiedet und hat nochmal mit den Flügeln gewunken. Ganz traurig hat man ihn hinterhergeschaut. Und für Lars ganz besonders traurig. Er war ja und ist nach wie vor ein großer Fan des A380. Das ist mal richtig. Schauen. Also, zur Lufthansa, da gehen wir jetzt mal von aus, trotz aller Hoffnung kommt er wahrscheinlich dann nicht mehr zurück. Da müsste wahrscheinlich ein Wunder passieren. Und da muss er halt mit anderen Fluggesellschaften dann mal liegen. Nicht? Ein paar gibt es ja noch. Ganz genau, auch British außer Airways. Emirates. Ja, British Airways habe ich deshalb genannt. Also die werden diese Patches auch anbringen, weil sie es einfach müssen. Emirates muss es wahrscheinlich noch nicht so schnell, aber wahrscheinlich dann doch früher als später. Warum? Ganz einfach, weil diese Directive ist erstmal eine europäische, das betrifft dann europäische Fluggesellschaften, aber normalerweise übernehmen die Emirati oder aber auch andere internationale
Agenturen diese Geschichten relativ schnell. Ansonsten habt ihr ja festgestellt, ab Nürnberg gibt es ja keinen Flug mehr. Die Lounge ist ja auch in die Dürer Lounge aufgegangen vom Nürnberger Flughafen. Aber es gibt den Bus und deshalb solltet ihr einfach mal schauen. Es gibt gute Angebote ab Nürnberg. So ein kleiner Insider-Tipp für euch, damit ihr da erstmal mit Flügen versorgt seid. Wer ansonsten auch an der Peripherie wohnt, ist natürlich da etwas benachteiligt, insofern, dass man nicht mit der Lufthansa Mainline fliegen kann, sondern mit der Eurowings fliegen darf, fliegen muss. Und dadurch, dass die ganzen dezentralen Flughäfen von der Eurowings gemacht werden. Und da schieben wir auch direkt das Thema ein mit Skandinavien. Die wollen 5 Flugzeuge in Arlanda, also in Stockholm, stationieren, in Schweden permanent, nachdem sie ja schon Wien, Mallorca und Budapest haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Finnair hat übrigens auch die Langstrecken ab Arlanda aufgenommen. Ryanair ist in Arlanda. Ich weiß gar nicht, warum die sich alle auf Stockholm wie die Geier stürzen im Sturzflug. Aber da muss wohl irgendwas Geiles sein, zumal ja die Flugpreise da auch relativ günstig sind. Warum sage ich das? Ganz einfach, es gibt dort doppelte Aktionen. Das heißt also, man kriegt doppelte Prämienmeilen auf alle Flüge. Das heißt also, 10 Meilen pro Euro für alle mit dem Vielfliegerstatus und 8 Meilen pro Euro auf dem Flugpreis, wenn man nur die blaue Karte hat. Das ist doch mal eine interessante Geschichte. Aber es gilt ganz, ganz wichtig, nicht für Eurowings Discover. Ist auch kombinierbar mit der doppelten Aktion, die ich vorgestern gemacht habe. Also da könnt ihr dann auch ganz einfach Meilen sammeln und auch den Status relativ schnell erfliegen. Das ist in meinen Augen eine coole Geschichte. Dann Mario, für uns, die wir wirtschaftsinteressiert sind, Carsten S. Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, hat ja gesagt, er möchte die 5 Milliarden haben noch 4 Milliarden, 5 Trillionen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, waren noch 4. Ich kenne die genaue Summe nicht mehr. Aber von den 9 irgendwas Milliarden, die sie hätten nehmen können, wollen sie jetzt den Rest zurückführen. 5 Milliarden oder 5,5 Milliarden ist vom Aufsichtsrat genehmigt worden, um die am Kapitalmarkt aufzunehmen. Magst du uns da einmal erzählen, warum Carsten Spohr da so renitent hinterher ist, das vor der Bundestagswahl zu machen? Und eigentlich, und da muss man ganz einfach sagen, rest in peace, der Herr Thiele, der ja diesen Kredit immer abgelehnt hat, warum man jetzt bei der Lufthansa den Thiele-Kurs fährt, obwohl Thiele-Familie hat ja auch ihre Anteile, glaube ich, auf unter 4% mittlerweile reduziert durch Verkauf und haben da auch ordentlich Kasse mitgemacht, sei ihnen gegönnt. Aber jetzt höre ich auch auf zu reden. Mario, sag du den Leuten, warum Carsten Spohr das so möchte. Ja, eine Sache ist natürlich, die hatten wir ja neulich schon, dass man natürlich auch bei einem Regierungswechsel etwas flexibler sein will, was den eigenen Konzern angeht und da möglichst wenig Personen haben möchte von externen, die da quasi in die Lufthansa-Politik mit reinsprechen. Aber die Lufthansa möchte etwas aktiver werden, was Zukäufe angeht. Und das geht halt nur, wenn man mindestens, soweit ich weiß, 75% dieser gewährten Kredite zurückbezahlt hat. Und Carsten Spohr meint, es gäbe zu viele Fluggesellschaften in Europa. Es muss zu einer weiteren Konzentration kommen. Und wenn das wohl nicht freiwillig geht, oder wenn Fluggesellschaften nicht in die Insolvenz gehen, funktioniert das ja nur, indem man etwas zukauft. Und diese Flexibilität will er sich dadurch quasi erkaufen, indem er die Kredite zurückbezahlt. Und wenn wir schon da oben beim Thema Skandinavien sind, ist ja auch von uns schon oft diskutiert worden, da sitzt ja auch ein potenzieller Übernahmekandidat. Also man darf sehr gespannt sein, in welche Richtung das gehen will. Ich glaube, Ryanair wird die Lufthansa eher nicht kaufen. Im Osten, die LOT bietet sich ja auch mal gerne an und die TAP, keine Ahnung. Das wäre, zumindest so aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du das siehst, natürlich Übernahmekandidaten oder jemand, auf den wir noch gar nicht gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wo man noch dazu kaufen kann. Vielleicht die Iren kaufen, also jetzt nicht Ryanair, sondern die anderen, Aer Lingus, ich weiß es nicht. Die gehören ja schon zu British Airways.
Ja, eben. Also, kann man auch schlecht wieder rauskaufen. Also es bleibt ja nicht viel. Also wenn man der Meinung ist, es gibt zu viele Fluggesellschaften in Europa, dann kann es ja letztlich nur eine der größeren oder zumindest der bekannten Nationalcarrier sein, meines Erachtens, ne? Ja, vielleicht ist diese Eurowings-Strategie ja auch eine Strategie, um die Schweden, Norweger und Dänen, das ist ja SAS, Ja. sturmreif zu schießen, glaube ich, ist der Fachbegriff aus dem militärischen Bereich. Jawohl. Und da kann es natürlich einige Sachen geben. Auch hier für euch wieder der Hinweis, schreibt es unten in die Kommentarspalte rein, dass ihr uns mitteilt, vielleicht eine Fluggesellschaft, die wir nicht auf der Agenda haben. Oder aber vielleicht ist es ja auch etwas Außereuropäisches, das weiß man Ja. ja nicht so genau. Vielleicht von der Etihad. Obwohl, ja, vielleicht, aber er hat natürlich explizit von Europa gesprochen, dass Europa zu viel hätte. Keine Ahnung, meinetwegen kann er natürlich, oder man kann natürlich auch gerne woanders was kaufen. In den USA wird es halt schlecht, da darf man halt immer nur einen bestimmten Anteil haben Aber die hatten als ja, ausländische Wirtschaft. hier, wie heißt es, die hatten JetBlue. JetBlue waren sie. Ja, aber da durften sie auch bis, du darfst ja nur als höchstens 25% halten als ausländisches Unternehmen. Who cares? Du Also. kaufst halt das Meilenprogramm. Weißt du, wie Oder, Etihad ja, das genau, gemacht hat, da wäre Air Berlin. genau, oder wie auch immer. Ja, die Air Berlin kann er auf jeden Fall nicht mehr kaufen, aber man darf gespannt sein. Und ja, die eine oder andere strategische Partnerschaft oder der ein oder andere Zukauf wäre sicherlich nicht verkehrt. Skandinavien, klar, warum nicht? Die Italiener sind ja auch immer eine Aber, hübsche Braut, aber ich weiß es aber nicht. die ITA ist ja im Moment Ja. irgendwie finanziell gesettelt, aber die sind ja auch nie zusammengekommen. Ja, ganz, Schauen wir ganz mal. wichtig. Also ich finde das spannend, aber ich finde das auch gut, dass die Lufthansa Kredit zurückzahlt. Wir müssen natürlich der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass der Kapitalmarkt günstigere Konditionen bietet als die Kredite des Bundes mit 9,5 in der Spitze, wenn ich das richtig rekapituliere. Richtig. Ja, da atmen wir einmal tief durch. Warum? Ganz einfach deshalb. Das nächste, was wir auf der Agenda haben, ist ein 7-stündiger Flug von München nach Frankfurt. Jetzt Ja. sagt ihr, Wenn ich euch aber sage, das Was? war mit einem A350 und zwar mit der Kennung, und das lese ich auch wieder ab, damit ich da nicht mich verhaspel, das ist die Delta Alpha India X-Ray Kilo. Dann komme ich auch direkt wieder ins Bild. Ich merke gerade, ich laufe raus und wieder rein. Die ist in München gestartet, wollte nach Chicago als LH434 fliegen. Man war dann irgendwo hinter Shannon, glaube ich, wenn ich das richtig, also irgendwo Ja, da man war schon auf dem Atlantik. auf dem Atlantik halb, hat dann irgendwie entschieden von Frankfurt Operations aus, nee, flieg mal zurück. Ihr habt einen Reifenplatzer gehabt. Man war sich da so nicht ganz sicher und ist dann nach Köln geflogen, aber nicht um zu landen, sondern um sogenannten Low Approach zu machen und dann einfach am Tower vorbei. Und dann steht da einer mit dem Feldstecher Fernglas, ja. und guckt ganz einfach, ob das auch kaputt ist. Und es war kaputt, dann ist man weiter nach Süddeutschland, hat da dann den Sprit verflogen, um dann letztendlich, um wie viel Uhr war es? Es sind ja um 16 Uhr abgehoben. Und ist dann um 22:20 Uhr in Frankfurt gelandet, nach 7 Stunden, also 16 Uhr, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, fast 7 Stunden. Wäre man dann auch schon fast in Chicago gewesen. Ja, da wäre man auch in Chicago gewesen. Und jetzt fragt man natürlich, warum sind die nicht nach Chicago geflogen? Das hat natürlich zwei Gründe, ganz wichtig. Der eine Grund ist ganz klar. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Flugzeug, das AOG, also das heißt, was kaputt auf dem Boden steht, weg von der Homebase. Das heißt also, Ja. das ist das eine Problem. Warum? Ganz einfach, weil man muss dann, und das haben wir ja gesehen an der 777 von der Swiss, wo das Triebwerk sich da Ist. verabschiedet hat, Ja. da ist ein Riesenaufwand. Deshalb ist es für Lufthansa billiger, den Flieger wieder zurück nach Frankfurt zu fliegen. Warum man keinen Fueldump gemacht hat, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das wäre so eine andere Geschichte gewesen, um da früher rauszukommen und vielleicht auch noch zu schaffen, dass die Leute mit einem anderen Flieger rauskommen aus Frankfurt. Und in Köln hat man halt wirklich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, man hätte dann nochmal von Köln aus bis Chicago fliegen können. Ich weiß auch gar nicht, warum man das nicht irgendwo anders am Flughafen gemacht hat. Warum muss man bis Köln wieder zurückfliegen? Also, das ist ja auch. Aber war Keine wahrscheinlich Ahnung, alles. vielleicht lassen die Briten das nicht zu. Ich weiß es nicht.
habe keine Ahnung, aber hätte man ja auch irgendeinen Militärflughafen für nutzen können. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das zu komplex gewesen. Und insofern, also wie gesagt, Safety first Safety natürlich. First. Ja. Und wäre ja auch doof gewesen, mal abgesehen von den technischen Dingen, dass man da in Chicago auch keine Base hatte von der Lufthansa, wenn dann tatsächlich bei der Landung irgendetwas passiert wäre und man hätte dann auf so einem riesigen Flughafen wie Chicago auch noch irgendwie die Landebahn blockiert für mehrere Stunden. Wäre alles sehr unschön gewesen. Insofern ist das sicherlich eine gute Entscheidung gewesen, zurückzufliegen. Ja, und es ist dann Frankfurt geworden wegen des Wetters. Ja, das sind die Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben. Oder sage ich lieber, die ich für euch vorbereitet habe. Vielleicht hat ja der Hoffmeister noch was für euch. Weiß ich nicht. Nee. Hat der Hoffmeister noch was? Ich habe immer sehr viel, aber... Ich komme näher an die Kamera, Herr Hoffmeister. Ja, genau. Wir haben ja nichts mehr über die Lufthansa. Da haben wir mehr oder weniger alle Themen jetzt abgehandelt. Das Pulver verschossen. Ich hatte ja zwei Themen noch gemacht für letzte heute. Woche. Also einmal die Aktion mit der App. Und hat der Hoffmeister mittlerweile in seiner App seine Aktion gefunden? Jawohl, hat er. Aber er möchte nicht kompensieren. Ah, es war auch dieselbige, die ich hatte. Und, ja, natürlich. Ja, ich pflanze lieber dann, zwei Bäume. Und dann natürlich nochmal die Aktion mit 18.000 oder 11.000, also 18.000 Statusmeilen, 11.000 Honmeilen, so muss korrekt formuliert werden. Also insofern, da schaut einfach mal in der Historie nach, da findet ihr es. Ich bedanke mich wieder, dass ihr bei uns heute wieder dabei wart, beim Frequent Traveler TV, beim gepflegten Vielflieger Talk für Connoisseure. Vielleicht sollten wir das wirklich um diese... Natürlich. Ja, für Connoisseure. Ja. Und natürlich, wie immer, mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status für alle. Kommentiert unten, abonniert, Glocke an und ganz, ganz wichtig, auch diesen Beitrag liken. Und wir danken euch, dass ihr geschaut habt und dass ihr uns aushaltet, weil wir sind jetzt, wie man uns auch schon in den Kommentaren gesagt hat, zu oft online. Ja, was macht so einen Spaß mit euch? Ja. Und wir sehen ja, ihr kommentiert, gut, wir sind immer noch viel zu lang mit unseren Beiträgen und wir reden auch viel zu viel und wir entschuldigen uns auch dafür, aber es macht halt großen Spaß mit euch. Vielen Dank dafür. Ja, also danke, danke und wir machen dann Winke, Winke. Das ist mehr in die Kamera und bis dann. Ciao. Ciao.